Leute, ich habe keinen Bock mehr. Das ist schon wieder alles nicht wahr. Bitte lass es funktionieren. Was ist hier los? Bam! Achtung, Achtung. Heute startet die Mission Wiederbelebung des E46 Cabrio. Ich bin Kelle. Ich schraube an diesen Wagen hier hinter mir, obwohl ich gar nicht schrauben kann. Und ihr seid dabei. Mission Wiederbelebung, was bedeutet das denn überhaupt? Im letzten Video habt ihr gesehen, die Liste der Fehler ist lang. Sehr, sehr lang. Und die ist mittlerweile so lang, dass dieses Auto unfahrbar geworden ist. Vom Mittellager über Klima, alles ist Schrott. Nichts geht mehr an diesem Wagen. Es ist wirklich unglaublich. Es gibt einfach gar nichts mehr. Kurz gesagt. Aber heute ist der Moment gekommen. Wir werden anfangen, Stück für Stück jeden Fehler zu beseitigen. Alles, was kaputt ist, wird ausgetauscht. Dabei gibt es nur ein kleines Problem. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich das alles anstellen soll. Die Leute, die neu sind, das ist das Objekt der Begierde. E46 325i Cabrio, Baujahr 2000. Und wir fangen an mit Thema 1, Gebläsemotor und Igel. Klingt wie ein Problem, was man vernachlässigen könnte, aber nein. Jeden Morgen, wenn du in dieses Auto einsteigst, Motor anmachst, die ganze Scheibe ist beschlagen. Also, Zündung an, Klima auf Vollgas. Und ihr merkt schon, hier tut sich gar nichts. Alles aus. Ich habe mir natürlich schon ein paar Expertenvideos im Internet reingezogen, die das gemacht haben. Und das sind die geilsten Typen. Die zeigen alles, aber an den Stellen, wo es wirklich heikel wird, wo du diesen Motor irgendwie rauskriegst, obwohl gar kein Platz da sein soll, die zeigen die einfach nicht. Rausgeschnitten. Perfekt. Und eine Sekunde später sagt er, kein Problem, einfach nach links rausschieben. Wir werden das jetzt testen. Nochmal ein kleiner Einschub. Das E36-Projekt geht natürlich auch bald los. Das Ding steht hier immer noch. Motor ist nicht mehr vorne drin, sondern der Motor ist in Einzelteilen hier hinten. Perfekt. Aber der Motor, der neue Motor, der steht schon hier. Und das Ding müssen wir irgendwie in dieses Auto verpflanzen. Das macht zum Glück nicht ich alleine, sondern mit meinem Vater, beziehungsweise mein Vater mit mir. Und ja, das geht auch bald los für die Leute, die es interessiert. Unterstützt werde ich bei diesem Projekt übrigens von Phoebe Billstein, die mir Teile zukommen lassen haben, wie hier diesen Klimaigel und noch ein paar andere Teile. Dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar und ich finde es mega, dass so große Firmen wie Phoebe Billstein auch kleine Creator unterstützen, die noch nicht diese Riesenreichweite haben. Solche Firmen ermöglichen es mir natürlich, Videos zu produzieren, mit den Projekten weiterzumachen. Also großes Dankeschön an Phoebe Billstein. Jetzt geht es erstmal weiter am Text. Vielleicht schenken sie ja nächstes Mal auch einen Mechaniker dazu. Also, wie sieht der Gameplan aus? Erster Schritt, wir müssen dieses ganze Gedöns hier abmachen. Dann kommen diese ganzen Verkleidungen ab. Dann haben wir Zugriff auf diese Spritzschutzwand dahinter. Die schrauben wir dann natürlich ab. Und in der Theorie sollte man dann den Motor einfach rausnehmen können, den Gebläsemotor. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Den ganzen Plunder hier kriegt der easy mit 4 Torx-Schrauben raus. Und dann ist die Geschichte ja auch schon gegessen. So, hier haben wir jetzt die Spritzwand, die weg muss und dahinter ist auch schon der Motor. Aber das Ding ist, hier ist Zero Platz. Und guckt euch mal den Motor an, was das für Schaufeln sind. Ich weiß noch nicht, wie man das dazwischen quetschen soll, aber das finden wir gleich heraus. Die Spritzwand ist jetzt raus. Jetzt können wir das ganze Gerät hier abmachen. Kommen wir zu Papa hier. Ich habe gerade 2 elementare Fragen. Erste Frage, müssen diese ganzen Schrauben überhaupt raus? Und zweite Frage, wie zur Hölle kriege ich diese Klammer hier ab? Ey Leute, ich war ja wieder so lost. Ich habe gerade das Internet angeworfen. Ich habe so geisteskranke Tipps bekommen. Heftig. Also, als erstes, um diesen Stecker hier zu lösen, der sitzt da ganz, ganz hinten. Da braucht ihr so eine Zange. Zeige ich euch gleich. Dann... Das Teil ist auch easy, das muss man einfach hochdrücken. Und jetzt das Wichtigste, keine Chance, dieses Ding auszubauen, ohne dass ihr entweder den Scheibenwischer hier abbaut oder noch viel leichter das Gehäuse hier links abmacht. Und das werde ich gleich machen. Wenn man das Gehäuse hier links abbaut, soll das Ding wirklich rausflutschen wie sonst was. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Wenn ja, ja, das wäre perfekt. Die Schrauben, die ich gerade gelöst habe, komplett unnötig.
Kann ich direkt wieder reinschrauben gleich. Aber jetzt geht's ab. Das wäre übelst der Lifehack, wenn das funktioniert. Hier, so eine Zange braucht ihr. Mit so einem langen Kopf. Und damit werden wir den Stecker jetzt lösen. Wir probieren es jedenfalls. Im Video sieht immer alles sehr, sehr leicht aus, aber... Digga, was ist denn das? Ich hab ihn rausbekommen. Das gibt's gar nicht. Schwupps. Und raus. Ja, so kriegt man ihn natürlich nicht raus. Also, der Typ hat gesagt, diese Flap kann man hier ganz leicht rausnehmen. Und dann sollen hier noch zwei kleine Torx sein. Und dann soll man den ganzen Kasten hier rausnehmen können. Und dann soll das Ganze viel, viel leichter sein. So, raus damit. Ihr seid jetzt live dabei. Anscheinend soll das Ding jetzt komplett easy rausgehen. Ihr seid dabei. Mit einer Hand. Oh, ja! Das gibt's ja gar nicht. Der Motor ist draußen. Wir haben es gepackt. Ohne viel Aufwand. Bam! So, der alte Motor ist jetzt draußen. Ihr seht, da ist jetzt ein fettes Loch. Und da bauen wir jetzt den neuen Motor ein. Ganz feines Ding. Immer dran denken, dass man die richtigen Farben an die richtige Seite packt. Schwarz kommt links hin, weiß rechts. So wie das Ding rausgekommen ist, müssen wir das ja wieder reinquetschen. Aber es geht recht easy. Sehr geil. Und da müssen wir den Motor eben hier wieder platzieren. Oh. Boah. Okay, Motor sitzt drin, dreht sich, hat Luft, steckt mir den Stecker mal ein. Okay, ihr seht, alles drin, dreht sich. Ich würde sagen, es wird Zeit für einen Testlauf. Bitte lass es funktionieren. Bitte. Komm schon. Oh Mann. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Hallo? Mann! Willst du mich verarschen? Was ist hier los? Oder liegt das am Igel? Kann der Igel auch dafür sorgen, dass hier gar nichts mehr geht? Es kann doch nicht wahr sein. Leute, ich habe keinen Bock mehr. Das ist schon wieder alles nicht wahr. Folgendes. Der Motor ist nicht kaputt gewesen. Ich habe beide Motoren am Strom angeschlossen. Beide Motoren gehen. Da kommt auch Strom an. Das heißt, irgendwie Stecker und Elektronik auch heil. Nächster Schritt ist dann, den Igel zu tauschen. So, nachdem der Tag gestern ja eher so semi-erfolgreich lief, hoffen wir heute mal drauf, dass wir ein bisschen mehr Erfolg haben. Denn wir werden jetzt den Klima-Igel ausbauen bzw. wechseln. Ich hoffe, der neue Igel passt, den ich bestellt habe, weil der sieht ein bisschen anders aus als der alte, der originale. Aber das werden wir gleich herausfinden. Und ich würde sagen, let's go. Ich habe mein Dach aufgemacht, dass wir hier besser rankommen. Wir müssen nämlich das ganze Handschuhfach abbauen und dann dahinter quasi den Igel ausbauen. Ich habe mich natürlich wieder selber schlau gemacht, wie wir das am besten angehen. Handschuhfach hat 5 Schrauben, glaube ich. 1, 2, 3, 4 und da noch eine. Sollte recht simpel sein. Das krieg sogar ich hin. So, jetzt können wir den ganzen Kasten hier quasi rausziehen. Hoffentlich. Muss ich hier noch irgendwas abmachen? Hier ist noch eine Schraube, ich raste aus. So, die Abdeckung muss ab hier
Und dann hat man hier noch so eine Lüftungsführung, die muss auch ab. Und das soll man anscheinend einfach ausklipsen können. Und da bin ich ja gar kein Freund von. Weil alles, was man klipsen kann, ist bei mir 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass es abbricht. Aber das kriegen wir schon hin irgendwie. Ich weiß jetzt nicht genau, wo das fest sein soll. Ah, hier ist es. Boah, voll einen Kratzer hier reingemacht. Jetzt Richtung Motorraum. Irgendwie schieben. Tja, Mai, wie kriegt man das denn hier raus? Achso, so, das war's schon, glaube ich. So, jetzt haben wir das raus. Und jetzt muss man irgendwie diesen Lüftungsschacht hier rausbringen. Im Internet steht, man muss dafür das hier ausbauen, das Navi, damit wir von da aus das raushebeln können. Alright, Navi-Rechner ist raus. Ich wusste übrigens auch gar nicht, dass der von Philips ist. Und jetzt sollten wir irgendwie Zugriff haben. Den Zugriff sehe ich aber noch nicht. Auf das Lüftungsteil. Ah, hier ist es. Das ist das Lüftungsding. Den kann man hier raushebeln aus diesem kleinen Nupsi da. Und dann können wir das Ganze von hier abziehen. Ja, yummy. Ich würde mal sagen, wir sind fast am Ziel. Wir müssen nur noch diesen Stellmotor hier abbauen. Ganz wichtig, lasst die Zündung aus dabei, weil sonst müsst ihr den neu kalibrieren. Bei BMW habe ich jedenfalls gehört. Also lassen wir die Zündung natürlich auch aus. Hier soll eine Schraube sein, dann kann man diese Stange hier auskoppeln und dann kann man den vorsichtig rausnehmen und dahinter sitzt dann direkt der Igel. Mein Auto sieht gerade übrigens aus wie ein Schlachtfeld. Boah, wie zur Hölle kriegt man dieses Gestänge hier ab? Ich probiere ja schon seit einer Viertelstunde diese Stange hier abzumachen. Keine Chance. Vielleicht lasse ich die einfach dran. Ich muss das hier mal kurz ohne Kamera machen. Ich brauche zwei Hände. Junge, Junge, ich hab ihn. Mann, war das ein Kampf, ihn rauszuziehen. Jetzt schauen wir mal, ob der von Febi, den ich bestellt habe, ob der passt. Also, die sehen ja schon mal grundverschieden aus. Aber die Stecker sehen gleich aus. Und allgemein von der Form und Größe könnte das auch hinkommen. Also werde ich den jetzt einfach mal da reinsetzen. Dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich weiß halt nicht, ob diese Metalldinger hier aussagekräftig sind oder ob das relativ egal ist. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal. So, das reinmachen ging jetzt gefühlt in einer Sekunde. Ich werde das jetzt aber nicht alles zusammenbauen. Ich werde erstmal die Stecker alle reinstecken und dann werden wir das erstmal probieren, ob das überhaupt geht. Weil sonst haben wir hier wieder kompletten Alarm. Also so richtig fest ist das hier alles noch nicht. Aber wir wagen jetzt den Versuch. Das sind meine Schlüssel. Jetzt bin ich gespannt wie ein Bogen. Das ist jetzt natürlich jetzt nichts fest hier. So kommt er hier rein. So, ist auch scheißegal. Mann! Es geht immer noch nicht. Es geht immer noch nicht. Hört ihr was? Die Klima geht, die Lüftung geht. Ich bin wieder der Geilste gewesen. Warte, ich mach mal aus. Natürlich funktioniert der Igel, aber ich habe ja gestern den Motor ausgebaut und habe vergessen, den Stecker wieder reinzustecken. Deswegen kann es natürlich nicht gehen. Aber jetzt geht die ganze Chose, meine Lüftung funktioniert wieder. Bam! Ich habe es gepackt. Für mich gerade ein geisteskrankes Erfolgserlebnis. Glaub mal, ich war gerade richtig down, als es nicht funktioniert hat. Ich dachte, was ist hier los? Aber es funktioniert. Der Igel passt perfekt wie angegossen. Jawoll! Wisst ihr, worauf ich jetzt aber gar keinen Bock habe? Das hier alles wieder zusammen zu zimmern. Damit würde ich euch nicht belästigen. Nächstes Mal geht's weiter mit den dicken Problemen. Die müssen natürlich auch noch gemacht werden. Also lasst ein Abo da. Wir sehen uns nächstes Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.